Am Dienstagabend übergab Oberbürgermeister Sven Liebhauser ein neues Tanklöschfahrzeug vom Typ TLF 4000 AT auf einem MAN-Fahrgestell an die Freiwillige Feuerwehr Döbeln. Rund 394.000 Euro hat das Fahrzeug gekostet. Zur Förderung trug die Stadt Döbeln einen Eigenanteil von rund 169.000 Euro bei. Gefördert wurden 215.000 Euro. Durch den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Waldheim erhielt Döbeln eine verbesserte finanzielle Förderung durch den Freistaat. In dem Vertrag wurde vereinbart, dass auch Waldheim bei Bedarf über die Leitstelle den Tanker anfordern kann. Waldheim verzichtete darauf, ein baugleiches Fahrzeug anzuschaffen. Vor der Übergabe nutzte der Oberbürgermeister die Gelegenheit, sich bei allen zu bedanken, die zum Erwerb beigetragen haben, und wünschte den Kameraden: Ich wünsche Ihnen allen natürlich immer allseits Gesundheit, Wohlergehen, und wenn es zum Einsetzen kommt, dass Sie immer wieder auch gesund und wohlbehalten von den Einsätzen zurückkommen, und viel Spaß natürlich auch mit dem neuen Fahrzeug. Und da würde ich sagen, schreiten wir zur Tat. Das neue Fahrzeug erweitert den Technikpark der Döbelner Wehr um ein Tanklöschfahrzeug. Das bisherige Tanklöschfahrzeug TLF 1624, Baujahr 1095, wird zukünftig in der Ortswehr Baicha eingesetzt. Die Kameraden dort werden künftig die Technik eigenständig, aber auch im Verbund mit den anderen Ortswehren nutzen. Im Rahmen der Ausbildung erfolgte eine Einweisung am neuen Fahrzeug und dessen Ausrüstung. Dazu gehören ein Tank für 4500 Liter Wasser und 500 Liter Schaum. Es verfügt über eine Pumpe mit einer Leistung von 3000 Litern pro Minute, einen pneumatischen Lichtmast mit 6 Scheinwerfern und einen manuell gesteuerten Wasserwerfer RM24. Weiterhin verfügt das Fahrzeug über eine Vielzahl von feuerwehrtechnischer Ausrüstung.